Hallo und herzlich willkommen. Ich bin euer Held Benjamin und ihr seid hier bei einem weiteren Part unseres Bloodborne Let's Plays. Nein, wir sitzen natürlich daneben. Das Vieh sieht einfach so dämlich aus. Im letzten Part sind wir ja in dieser kleinen Kapelle. Ja, da haben wir ja einen Cut gemacht, weil da wieder dieses schwarze Loch aufgetaucht ist, was uns tötet. Ich nenne es jetzt einfach mal so. Wir hatten da eigentlich nichts mehr weiter zu tun, da es ja eine Sackgasse ist, es ist für später erst relevant. Deswegen starten wir jetzt hier wieder in der Kapelle und reden nochmal mit allen. Ah, der Jäger. Gesund und munter noch dazu. Noch jemand, den ihr geschickt habt, hat es gesund und munter hierher geschafft. Dieser Ort ist jetzt für so viele eine Zuflucht. Dank euch. Ich bin überglücklich, wirklich. Ihr habt mich nicht einfach ignoriert. Ich glaube nicht, dass da draußen noch jemand es wert ist, gerettet zu werden. Aber ihr habt getan, was ihr konntet. Ich stehe tief in eurer Schuld. Fantastisch. Wirklich. Nicht, dass ihr ein Jäger seid, sondern dass ihr... ihr seid. Das ist ein beklopptes Vieh. Ich hoffe, dass ich, wenn der Morgen graut, vielleicht neu anfangen kann. Es lässt sich jetzt alles leichter ertragen, versteht ihr? Ihr habt mein Leben leichter gemacht. Danke. Ja, was kriegen wir dafür? Wenn ich bitten darf, gütiger Jäger, wenn die Nacht der Jagd vorbei ist, könnten wir dann vielleicht Freunde werden? Ich weiß, ich verdiene das nicht, aber... Bros for life! Ich musste das einfach fragen, wisst ihr? Ungewöhnlich, ja. Vermutlich, aber denkt darüber nach. Wenn es euch nicht ausmacht. Ja, was will er denn machen? Der kriecht da ja eh nur rum. Wenn die Nacht der Jagd... Jetzt sagt er, glaube ich, nicht mehr. So, jetzt sitzt nämlich auch die Dirne hier, mit der wir jetzt mal eben reden. Oh, hallo, Schätzchen. Ihr habt nicht gelogen. Das hier ist ein sicherer Ort. Danke. Ich stehe in eurer Schuld. Ein Knicks. Ich würde gern meine Dankbarkeit ausdrücken. Aber ich habe nicht viel. Ich kann euch nur mein Blut geben. Aber würdet ihr das Blut einer Hure annehmen? Ja, komm, nimm an hier. Ach, wir haben bereits Blut erhalten. Ach, von der Nonne. Ach so, man kann gar nicht. Ach so. Ja, nimm das mal, oder? Dann holen wir jetzt nochmal von ihr Blut. Oh, ihr. Es tut mir leid. Es sei denn, ihr habt eure Meinung geändert. Ja, komm, gib her. Oh, gut. Kommt her, Schätzchen. Ich wusste, dass ihr noch mehr wollt. Ja, schmendrig, der alte Vampir hier. Blut von Ariana. Oh, hallo. Es tut mir leid, Schätzchen. Ihr seid so gierig. Ich habe nicht so viel Blut, okay? Schmendrig, du alter Gierschlund. Ja, da komm, dann lesen wir es mal eben. Blut von Ariana. Einem Freudenmädchen im Kathedralenbezirk. Das süße Blut von Ariana erneuert GP und beschleunigt für kurze Zeit die Ausdauererholung. Ein Mitglied der alten heilenden Kirche würde wissen, dass ihr Blut genau dem entspricht, was einst verboten war. Alles klar, jetzt haben wir nochmal die Nonne hier. Ich glaube, die ist jetzt ein bisschen stinkig, seitdem die Dirne hier ist. Vergebt mir. Ich nee, doch, nicht. Zeit. Ja, okay. Und jetzt ist... Na, reden wir nochmal mit der Oma. Ich bete für euch. Ja, wir sind schon längst weg. Ja, jetzt quatschen uns nicht von der Seite an. Oh, wie konnte das bloß alles passieren? Ja, die ist noch crazy. Und da wir ja den Nachbarn von der Dirne angelogen haben, ist er jetzt auch hier hingekommen. Hätten wir gesagt, er soll zur Kapelle gekommen, wäre er nach Iosefka zur Klinik. Aber das ist ein großer Fehler. Aber dazu später mehr. Ah! Ihr elender Schwindler. Habt ihr wirklich gedacht, das funktioniert? Mich täuscht ihr nicht. Und jetzt fort mit euch. Verstanden? Verschwindet. Ich kann den Gestank eures lügnerischen Atems nicht ertragen. Sagt doch noch mehr hier, die alte Hakennase. Kostenlosen Rat. Hütet euch vor der Fürstin der Nacht. Ich kann es in ihren Augen sehen. Ihr Groll gegen die junge Heilige sitzt tief. Sie hört die Leute flüstern. Sie weiß, was die Leute von ihr halten. Ja, sie hasst die Heilige, denn die besitzt, was sie nicht hat. Die verdammte Schlampe hätte schon vor Jahren verschwinden sollen. Hm. Ich gebe euch einen Kopf. Hütet euch
vor dem blinden Mann. Da sitzt dieser Bettler, ganz unten in der verdammten Nahrungskette. Und plötzlich benimmt er sich, als ob der ganze Ort ihm gehört. Man kann ihm nicht trauen. Was will er überhaupt mit den ganzen Leuten? Der kleine Betrüger hat eine dunkle Vergangenheit, ich sag's euch. Redet er jetzt von dem Fuzzi hier in dem roten Laken? Keine Ahnung. Ah, lasst es gut sein, bitte. Ich habe keine Zeit für eure dummen Lügen. Weg, verschwindet endlich. Ich kann den Gestank eures lügnerischen Atems nicht ertragen. Hallo, wir haben Mentos dabei, ja? So, was noch? Nee, komm, dann hau ab. Ich kann den Aber schade, dass die das nie gebacken kriegen, dass sie wenigstens mal eine Sprechanimation da machen können. Das war schon in Dark Souls so und in Demon's Souls auch so, ne? Ja, dass sie einfach ja, den Mund zu haben und dann wird gequasselt. Das ist ein bisschen schade. Aber egal, dafür sind die Spiele echt genial. Ich bin noch mal gespannt, ob es für Bloodborne DLCs geben wird. Wie gesagt, für Demon's Souls ist keins rausgekommen. Ja, Dark Souls wurde ja die Prepare to Die Edition spendiert. Dark Souls 2 gleich 3 DLCs. Haben wir ja Scholar of the First Sin. Das kommt auch noch als LP. Und was bei Bloodborne kommt, das würde mich mal interessieren. Vielleicht kriegen wir dann ja sogar mal einen Einblick, wie es früher war. Weiß man ja nicht. So, jetzt gehen wir auf jeden Fall zu der Tür, wo wir das Passwort brauchten. Die ja verschlossen wurde. Das ist ja alles verboten worden. Nach Bergenworth. Jetzt reden wir nochmal mit Alfred, hieß er, glaube ich, ne? Ne, ich glaube, die folgen dir nicht. Dann red nochmal mit ihm. Oh, schön, euch gesund und munter zu sehen. Lasst uns überlegen, worüber wir reden können. Sagt mir einfach, was ihr wissen wollt. Ja, dann geh am besten nochmal die drei Optionen durch, ne? Wie ihr wisst, ist die heilende Kirche der Ursprung der Blutheilung. Tja, ich bin ein einfacher Jäger und kenne mich mit ihren Angelegenheiten nicht so gut aus. Aber ich habe gehört, dass das heilige Medium der Blutheilung in der Hauptkathedrale verehrt wird. Und dass die Räte der alten Kirche im oberen Teil des Kathedralenbezirks wohnen. Wenn ihr die Blutheilung wollt und die Kirche sie bewilligt, solltet ihr sie aufsuchen. So, dann erfahren wir jetzt noch mal was über Bergenworth. Da gehen wir jetzt auch gleich hin. Bergenworth ist ein alter Ort der Leere. Und das Grab der Götter, das unter Yharnam erbaut wurde, sollte jedem Jäger bekannt sein. Einst entdeckten junge Bergenworth-Gelehrte tief unten im Grab ein heiliges Medium. Also der redet von den Kelch-Dungeons. Führte zur Gründung der heilenden Kirche und der Einführung der Blutheilung. In diesem Sinne kann alles Heilige in Yharnam nach Bergenworth zurückverfolgt werden. Nimmst du mal das Schwert aus seinem Schritt? Hallo? Liegt die Akademie tief in einem dichten Wald, verlassen und verfallen. Und noch dazu hat die heilende Kirche Bergenworth zu verbotenem Grund und Boden erklärt. Man weiß nicht, wie viele der Gelehrten noch am Leben sind, aber nur wer das Passwort kennt, darf das Tor durchschreiten. Ja, das sollte ja kein Problem sein. Das haben wir ja, dann kommt der Wald und dann kommt Bergenworth. Okay. Ah, es gibt etwas, das ich euch erzählen möchte. Eine kleine Weisheit des berühmten Meisters Logarius. Einst betrog ein Gelehrter seine Kollegen in Bergenworth und nahm verbotenes Blut mit nach Schloss Kanehurst. Dort wurde der erste der unmenschlichen Ekelblüter geboren. Die Ekelblüter sind teuflische Wesen, die die Reinheit der kirchlichen Blutheilung bedrohen. Das Oberhaupt der Ekelblüter ist heute noch am Leben. Und um den Wunsch meines Meisters zu ehren, bin ich auf der Suche nach dem Weg zu Schloss Kanehurst. Alles klar. Ich verabschiede mich. Es war mir eine Freude. Komm, jetzt sei nochmal höflich. Möge das gute Blut euch den Weg weisen. No. Ja, hat uns jetzt schon mal wieder einige Informationen gegeben. Das mit Kanehurst, das war, glaube ich, auch alles optional, ne? Wenn ich mich recht entsinne. Also ist die Story eigentlich schnell gemacht, nur das Komplettpaket, das dauert. Genau, jetzt kommen wir nämlich zu der Tür. Können wir endlich das Passwort sagen? Das haben wir ja in der Erinnerung gesehen, als wir Vikarin Amelia getötet haben, dann, wo wir den Monsterschädel berührt haben. Aber jetzt mach mal.
Das Passwort. Ist auch ein Passwort hier. Bereits tot. Ja, auch interessant. Da hören wir eine Stimme, die uns nach einem Passwort fragt, aber in Wirklichkeit ist sie tot. Und wir kriegen wieder Wissen der Verrückten, was uns Einsicht beschert. Also das mit der Einsicht ist auch wirklich wichtig, um auch viel in Bloodborne zu verstehen, warum sie da ist. Und warum sie so begehrt ist. Ja, man kann auch die Treppe nehmen, ne? Nein! Scheiß Mainstream, ich gehe da sowieso runter. Ja, jetzt kommt ein tolles Gebiet, das ich nicht so gerne mag. Das ist mein... Ja, mein Hassgebiet Nummer 2. Nummer 1 wird später noch kommen, das mag ich nicht so wirklich. Wir sind jetzt aber erstmal im verbotenen Wald. Genau, oh, sehr schön. 6 direkt, dickes Kaltblut. Schau hier nochmal nach, oder wo ging's lang? Ich weiß es nicht. Achso, hier könnte man einen Geronimo machen. Ich weiß jetzt nicht, ob da auf dem Felsversprung noch was ist, aber ich glaube nicht. Ja, dann auf jeden Fall kämpfte ich erstmal so weit vor, bis wir auf jeden Fall eine Laterne haben. Damit wir nicht so viel latschen müssen. Ja, viele Fackelträger, zerklüftetes Gebiet. Was, da, das ist wieder was für mich. Schön runterfallen. Weiche ich mal aus und zack, weg. So, genau, geh erstmal nach oben. Ich glaube, da war nämlich eine Sackgasse. Ach nee, das war das noch gar nicht, aber hier war auch eine Sackgasse. Dann passt das. Ja. Ich glaube, wenn der jetzt gleich nach... Genau, hier meinte ich nämlich. Genau, wir gehen aber erstmal nach unten, weil die Laterne nämlich hier ist. Passt doch hier auf die Gegner auf. Ich glaube, hier waren auch wieder blöde Raben. So, mach erstmal das an. Da haben wir gerade schon Gitter gesehen. Das ist wieder ein Shortcut für später. Jetzt gehen wir aber erstmal wieder nach oben. Mach erstmal ihn kaputt und dann den Brandbaum. Fuzzi, also sie sind beide hier unten. Da kommt auch direkt wieder die Riesenbestie da mit dieser Zweimannsäge. Ich glaube, der beschmeißt sich mit Öl, weiß ich, oder? Und dann kommt er nämlich und soll dich in Brand stecken. Nimmst du mal den Kloppomaten hier? Weil das ist eine Bestie, der will hier nicht mit so einem Streichholz bearbeitet werden. Mit so einem Zahnpiker. No. Sehr schön. Dass der das droppt, das ist schön. Jetzt hau ich ihn erstmal platt. Genau, dann gehen wir nämlich erst hier oben hin. Das war nämlich eine kleine Sackgasse, aber ich sag nur, du musst aufpassen. Denn hier geht der Shit wieder los. So. Genau, schön mal die Ecken gucken. Ja, die Gebiete sind wirklich herrlich. Sie sehen zwar nicht so abwechslungsreich wie in Dark Souls, weil das ja fast alles nur in der Stadt spielt. Jetzt sind wir zwar ein bisschen außerhalb, aber ist schon alles ziemlich gut gestaltet. Ja, schieß ruhig zweimal. Ja, komm. Sehr schön. Die Batterie vom DualShock 4 ist fast leer. Ja, sehr schön. Ich denke mal, die werden wir nach diesem Part mal anstöpseln und ein bisschen aufladen. Egal, geh erstmal weiter. Machen wir noch ein bisschen hier Wissen des Verrückten. Expertenblutedelstein. Er ist wieder mein Edelstein. Auch so ein Experte hier. Okay, dann gehen wir jetzt erstmal wieder zurück zur Laterne. Haben wir noch ein bisschen Zeit hier für den Part. Dass du dich nochmal ein bisschen nach vorne wagen kannst. In den verbotenen Wald. So. Okay. Guck dich hier erstmal auf diesen Platz um. Da ist die Laterne, genau. Hier in diesem Gemäuer ist ja ein Shortcut. Da ist wieder so ein Kackrabe. Aber den hast du irgendwie doch noch getroffen. Oh, da ist noch einer. Hier Siebenstein oder wie der hieß. Das war doch früher die eine Sendung damit. Da war doch auch so ein blöder Koffer immer. Genau, Siebenstein hieß das, glaube ich. Sieht auch so doof aus. So, genau, guck erstmal noch hier. Ich glaube, hier war noch was. Ja, sehr schön. Gegengift? Okay. Können wir uns ja wieder auf was gefasst machen. 10 Stück. Genau, schöne Kiesel ausrüsten, sehr wichtig. Guck nochmal auf der anderen Seite. Ob da noch irgendwas ist. Ja, nicht da unten. Ja, ich glaube, hier war aber nichts mehr, ne? Ja, dann gehen wir über die Brücke. Genau, kommen wieder die normalen Fuzzis. Ich glaube, da hinten steht einer mit der Flinte. Aber. Ja, renn mal vorbei. Oder nicht? So, hier müsst ihr mal aufpassen. Aber erstmal holen wir hier noch einen Shiny. So. Oh, da ist noch ein Shiny. Aber wahrscheinlich wieder die blöden Kugeln, ne? Quecksilber. Ja.
Hier, das ist nämlich versteckt hier so eine Druckplatte. Du kannst es ja mal auslösen. Genau. Hier löst man nämlich eine Falle aus. Pass auf, die rollt auf dich zu jetzt. Ja, wenn man da nicht aufpasst... Ich weiß gar nicht, wo wir das erste Mal durchgespielt haben. Wurden wir von dem Ding getroffen oder hatte ich... Ja, mein Bruder wurde getroffen, das verwundert mich jetzt nicht. Aber wir gucken jetzt erstmal weiter. Ja, hier musst du aufpassen. Ja. Das war, glaube ich, jetzt nicht so pralle. Jetzt bist du nämlich direkt hier in den Mittelpunkt reingerollt. Ja, es sind viele Feuerstellen und sie schmeißen mit Öl. Das heißt, es kann ein schönes Feuerwerk hier gleich geben mit Schmendrick. Genau, jetzt geh erstmal wieder da hoch. Damit die alle aus einer Richtung kommen. Genau. Zack, genau, richtig schön die Angriffe. Und dann noch ein Sprungangriff, dann dürfen sie beide weg sein. Ey, du wurdest jetzt, glaube ich, aber nicht mit Öl besudelt, oder? Nö, also, ja, dann ist ja gut, dann ist gut. Genau, jetzt geh nochmal am besten nach rechts. Weil, vielleicht war da oben noch irgendwas. Bist ja da irgendwie so komisch runtergesegelt. Ist ja hier immer Step by Step. Ich glaube, hier war aber... Oder konnte man da irgendwo jetzt rüberspringen? Never. Na, versuchen will ich es jetzt auch nicht, weil wenn es nicht geht, dann glitscht man ja irgendwie immer so komisch an den Kanten runter. Ja, es hat richtig viel Schaden gemacht. Na, jetzt guck mal, ob du da runterspringen kannst. Irgendeinem auf den Kopf. Ja, ich glaube, das ist ein bisschen weit, oder? Oder dem. Ich glaube, das ist so ein... diese Feuerbomben. Oder diese Mollys. Nee, die schmeißen doch mit Öl. Ja, dann halte ich mal, genau. Genau, drauf. Jetzt geh am besten unten lang. Erstmal diesen Fackelfutzi. Oder den mit... der geht... Wie viele hat der denn, ey? Aber wenn wir ihn töten, kriegen wir bestimmt keine Öluhren. Das sind alles Geier hier, ey. Komm, zack, weg. Aber hast gesehen, das Spiel bricht auch ein bisschen ein mit den Frames, oder? Komm, das war auch in Altianam, war so eine Abkürzung, wo wir uns runterrollen konnten, da war das auch ein bisschen. Genau, jetzt erstmal looten hier. Sehr schön, die brauchen wir. Aber für unser Schwert brauchen wir jetzt Blutbrocken. Ich glaube, für die Axt können wir nochmal Zwillingsblutsteinscherben verwenden. Das ist gut. Ja, hoch oder runter? Was war denn sinnvoller, sage ich mal so. Ja, ich bin ja hier runter gesegelt. Kannst du auch drüber springen? Ach so, das geht gar nicht weiter. Ja, dann geht den normalen Weg. Da bin ich auch schon lang gegangen, Roms unten. Werdet gleich sehen, wo das hinführt. Wir gehen aber hier den normalen Weg. Kommen hier nämlich so, ja, verlauste, ja, Monster, Bestien, ihren komischen Waldhütten. Richtiges Hinterwäldler-Dorf hier. Aber die droppen endlich mal wieder Blutfiolen. Nicht wie auf der blöden Knochenstraße oder Hemwegstraße, wo wir halt nur immer Quecksilberkugeln bekommen haben. Da ist unser Lager hier jetzt ziemlich voll. Komm, da hinten ist noch ein Shiny, sehr schön. Das sind aber auch viele Grabsteine, ey. Das gibt's doch gar nicht. Ja, dickes Kaltblut, da können wir bestimmt auch schon wieder ein Level rausgewinnen bei den ganzen Blutechos. Passt. Ja, hier liegt wieder so ein Holzstapel. Da muss man aufpassen. Ich glaube, in das bin ich dann reingelaufen. Ne? Ja, sind wir schon ein bisschen bräsig. Ja, jetzt kommen wir hier links hoch oder geradeaus weiter. Genau. Hier in diesem Gebiet muss man sich auch ganz gut umschauen, denn sonst verpasst man vielleicht sogar einen wichtigen Shortcut. Aber dazu erst später mehr. Jetzt guck dir erstmal um. Hier haben wir erstmal eine rote Laterne. Und nicht, dass dich hier was angreift. So. Oh, ihr seid ein Bestienjäger, nicht wahr? Wie ruhmreich. Ihr wisst gar nicht, welchen Wert ihr bietet. Ach, das ist leise. Die Himmel seid geklagt. Die Stunden der Nacht sind lang. Die Zahl der Bestien immens. Eine unendliche, wahrhafte Jagd. Nicht einmal der Tod bietet Trost. Und das Blut verschlingt euch. Ha, ein schreckliches Schicksal. Oh ja. Aber ich bin gewillt, euch einen Gefallen zu tun. Geht rechts an der großen Kathedrale vorbei und sucht nach einer alten, verborgenen Kirche. Das haben wir schon gemacht. Die Gnade der Gottheit wird euch Kraft gewähren.
ja, daran habe ich keinen Zweifel. Mandelstein, so, jetzt schöpfen wir noch die Dialoge aus, dann gucken wir uns noch die Items an und dann cutten wir. Und das Blut verschlingt euch. Sucht nach einer alten verborgenen Kirche zur rechten Seite der Hauptkathedrale. Die Gabe der Gottheit wird euch Kraft gewähren. Hast du noch was? Nicht einmal der Tod bietet Trost. Und sucht nach einer. Ja, bei der Kathedrale waren wir ja schon im letzten Part. Da war ja dieses komische, kosmische, schwarze Loch oder sowas. Okay, ein gitterartiger, verformter Fels. Ein gitterartiger, verformter Fels oder ein Meteorit. Scheint nutzlos, aber besitzt eine seltsame Schwerkraft, die die Befreiung verhindert. Eine dubiose Seele sagte einst, geht rechts an der großen Kathedrale vorbei und sucht nach einer alten, verborgenen Kirche. Die Gabe der Gottheit wird euch Kraft gewähren. Hm, interessant. Jetzt haben wir auf jeden Fall den Stein. Wir hatten ja, glaube ich, den Part beendet, in dem wir uns da in diese Schale reingesetzt haben. So, jetzt renn mal nicht weiter hier, du Schlingel. Jetzt setz dich mal hier hin und dann beenden wir den Part. Was jetzt? Ja, okay, das Tor ist jetzt sowieso zu. Ja, du Ochsen, ich wollte doch den Part beenden. Jetzt sollst du nicht noch sterben hier? Ja, das ist mein Bruder. Wieder richtig toll. Ein richtiges Genius. Wir sehen uns im nächsten Part wieder und dann macht mein Bruder zur Strafe noch weiter hier für diese Noobigkeit. Bis zum nächsten Part, meine Freunde.